Nö, also ich würde sagen, ich bin 31 und ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich fühle mich eigentlich auch altersgerecht. Du bist echt. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte dich jetzt eher so auf 28 geschätzt. Ja. Also auf der einen Seite, keine Ahnung, bin ich vielleicht auch, also andere vielleicht in meinem Alter wären ein bisschen, ich sag mal, vernünftiger oder seriöser oder so. Keine Ahnung, aber ich liebe es auch so, wie ich bin. Ich weiß, in den richtigen Momenten und in den richtigen Situationen weiß ich mich zu verhalten. Da kann ich gesittet sein, da habe ich Manieren, da habe ich Anstand, da bin ich zuvorkommend. Und ich kann aber auch einfach eine dumme Sau sein. Ja, also ich kann auch einfach eine dumme Sau sein. So, also im verrückten Sinne jetzt. So. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Also ja, mag sein, dass ich vielleicht für 31 noch nicht reif genug bin, aber wenn es das bedeutet, dass ich dann ganz anständig, vernünftig und normal wäre, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann will ich gar nicht reif genug sein, dann will ich es gar nicht werden. Ich möchte immer mir auch so ein bisschen dieses Kind in mir bewahren und ich möchte immer noch auch für Sachen Freude und Spaß empfinden, wo andere vielleicht sagen, oh mein Gott, wie peinlich, der lacht darüber oder der freut sich darüber, oh mein Gott, ist der irgendwo in der Entwicklung hängen geblieben? Und nein, ich bin nicht in der Entwicklung hängen geblieben, aber ich trage immer noch das Kind in mir und ich kann mich immer noch an andere Sachen erfreuen und ich habe viel Fantasie und ich kann mich in viele andere Sachen hineinversetzen, wo andere sie vielleicht nicht hineinversetzen können, weil ich vielleicht auch gar nicht zu 100% erwachsen werden will. Ich möchte immer ein bisschen auch das Kind bleiben. So, und das bin ich sehr, sehr gerne. Gute Einstellung. Sehr gut. Ich bin ein bisschen Tanz und ein bisschen Fitti. Ein bisschen Tanz und ein bisschen Fitti, ja. Und der Tanz Fitti möchte mal gerne an eine... So, und den Rest könnt ihr euch selbst überlegen. Der Tanz Fitti möchte mal an eine... So. Currywurst schnuppern. Currywurst schnuppern. Da sagt der Andi gleich wieder, nee, nee, nicht mit mir. Ich schnuppere an keiner Currywurst. Nein, muss er auch nicht. Aber vielleicht schnuppert er mal an die Currysoße. So. Und bekanntlich findet man wo die Currysoße? Die rote, tomatige Soße findet man wo? Bei einer Frau, wenn es wieder an der Zeit ist, dass sie ihre Menstruation hat, verdammte Scheiße. Ja. Und keine Frau ist darüber glücklich. Die Frauen sagen selber, teilweise sagen die Frauen, ich habe wieder meinen Scheiß, sagen sie. Ja. Ja. Ich sag immer dazu, es ist die Erdbeerwoche. Und ich damals bei meiner Mutter immer die Dose aufmachen musste, allein dieser Geruch, boah. Also danke Andi, danke Gary, danke Jörg, dass ihr hier noch zur späten Stunde mit im Talk wart. Gerne. Danke, danke, danke. Und ja, die Abschlussworte eurerseits ja, habt ihr. Also wenn ihr noch was sagen mögt, dann gerne jetzt. Ja, Andi zuerst, würde ich mal sagen. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und ich werde auch morgen nochmal reinschauen. Und war auf jeden Fall so lustig. Auch Filmquiz und also ich werde auf jeden Fall morgen früh und den Tag immer auch wieder dabei. Ja, sehr und schön. Und wir machen weiter so, machen den Kanal weiter so und immer am Ball bleiben. Danke, 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 danke. Jörg? Ja, ich sag natürlich erstmal lieben, lieben Dank, dass ich es endlich geschafft habe, mal dabei zu sein. Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Special ist natürlich mega geil gewesen für mich. Es war auch sehr unterhaltsam und ich kann nur sagen, möge die Macht mit euch sein. So, natürlich. Ja. Und die Materie. Und die Materie, ja. Und ja. Dann zum Schluss von mir noch vielen herzlichen Dank, dass ich bei diesem spontanen Podcast, würde ich jetzt mal nennen, dabei sein durfte. Mhm. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Fand ich sehr, sehr cool. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit verging wie im Flug, ey. Krass, krass, krass. Ja. Und danke, Shizu, dass wir hier dabei sein durften. Vielen herzlichen Dank. Und ich werde mich auch jetzt gleich mal ins Bett machen. Ich habe später noch was vor am Sonntag. Jawohl. Also, vielen, vielen lieben Dank an euch dreien. Ja, war sehr, sehr nett. War schön, dass wir hier ein bisschen geplauscht haben. Und euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht.
Ich bin ehrlich, es fiel mir gerade immer mehr schwer zuzuhören, mich immer mehr zu konzentrieren, weil meine Müdigkeit immer mehr hervorkommt. Dann auch, was einige gesagt haben, ja, auszunüchtern, während du wach bist, live vor der Kamera, puh, Respekt, das wird eine schwere Nummer. Bis jetzt ist es okay. Also ich merke, noch bin ich nicht ganz klar, noch ist immer auch mit dem Sprechen, ist noch ein bisschen komisch, als wenn immer noch ein Schwamm im Mund wäre und das Sprechen schwerfällt. Also ganz klar bin ich auf jeden Fall noch nicht, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, ich weiß nicht. Nochmal eine Frage an euch, was ratet ihr mir? Ist es ratsam, sich jetzt nochmal eine Pizza in den Ofen zu hauen und nochmal was zu futtern? Jetzt sind tatsächlich 16 Stunden Livestreaming von 24 hinter mir. Und, huch. Das heißt, 8 Stunden habe ich noch vor mir, ne? 6, 7, 8, ja. Ach. Noch 8 Stunden. Scheiße. So, bisschen Musik, sonst schlafe ich hier gleich ein. Ich könnte so gut schlafen, ne? Ich meine, ich kann mir ja nochmal den Sessel holen, mich auf den Fußboden hinsetzen. Und wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Was soll ich machen? Aber bis jetzt muss ich sagen, es ist mega krass, wie er gelaufen ist. Also... die ersten Stunden auch noch ohne Kashi vergingen auch wie im Flug. Echt super, obwohl wir gar nichts Großartiges gerissen haben. Dann natürlich mit Kashi und später auch mit Seremi. Ja, war einfach nur sehr, sehr unterhaltsam, sehr amüsant. Und jetzt der dritte Teil. Und das wird auf jeden Fall der härteste Teil jetzt. Also ich bin so vom Gemüt her, könnte ich jetzt ins Bett und schlafen. Und ich weiß, ich muss jetzt noch 8 Stunden Stream, obwohl ich komplett schon Game Over bin. Oh. Auf den Dingern kann man wirklich nicht gut sitzen. Aua. Mensch. Du kannst dich auf diesen Dingern gar nicht zurücklehnen oder so, ne? Oh. Aber es tut so gut. Richard, es tut so gut, einfach auch mal auf dem Fußboden zu liegen. Bäh. Du stinkst aus dem Mund. Ach, Richard. Ja, leg dich mal auf Papas Bauch. Da kann nichts schief gehen. Du stinkst aus dem Maul. Atme mich bitte nicht an. Nimm es nicht persönlich, aber irgendwie ist der Mundgeruch auch nicht von dieser Welt. Und so kann ich immer noch sagen, huch, ich bin hier aus Versehen eingeschlafen. Das konnte ich nicht ahnen, obwohl ich es eigentlich alles geahnt habe. Herr Müller, ne? Ja, ihr kümmert euch noch um mich, ne? Die anderen haben mich verlassen, aber ihr seid noch da. Das ist die Hauptsache. Ja. Das Gefühl, immer mehr Katzen versammeln sich um mich. Denken die, dass ich tot bin? Liebe Katzen, denkt ihr alle, dass ich tot bin? Ich lebe noch. Macht euch keine Sorgen um mich. Aber schön, dass ihr alle da seid, auf jeden Fall. Es krabbelt Rot noch auf meine Beine drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Rot krabbelt auf meine Beine. Und Herr Müller sitzt hier an meiner Seite. Und Richard ist sowieso auf meinem Bauch. Oh, gute Nacht, ey. Ich habe auch keine Lust mehr, jetzt aufzustehen, um mir irgendwas noch zu holen. Das ist doch alles blöd.
Ich hole mir jetzt eine Decke. Ich glaube, ich bin nicht mal allzu weit vom Spucken entfernt. Ich glaube, da kommt noch was. Scheiße, ich dachte, ich bin's umgangen. Aber umso mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, es kommt immer näher. Und Kopfschmerzen habe ich auch. Das ist also das Ausnüchtern, ja? Nüchtern werden. So fühlt es sich an. Ja. Das ist also das, wovon alle sprechen. Schön, dass ich das auch mal kennenlernen darf. Ach Mensch, das freut mich. Stinkt das hier, Scheiße, hier ist es ekelhaft. Mein Fresse nochmal. Boah, was für ein widerlicher Geschmack im Maul. Ekelhaft. Ich bin froh, dass ich mich nicht übergeben musste, dass das nicht mehr kam. Aber ich habe schon gemerkt, dass es schon auf Anschlag stand. Gute Nacht. Ich schlafe noch mal ein kleines bisschen. Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Chizo-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!